Ja, servus Jakob, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Nach 4 Jahren bei den Spurs bist du jetzt endlich wieder in Toronto. Wie schön ist es, bekannte Gesichter zu sehen und wieder zu Hause zu sein? Ja, natürlich war es schön. Ich habe mich sehr gefreut über die Ex-Teamkollegen, die ich halt von damals noch kannte. Einige der Coaches, vieles vom Support-Staff waren auch da. Aber ja, natürlich war es auch schade, irgendwie so San Antonio hinter mir zu lassen. Ich habe dort einige meiner besten Freunde der NBA kennengelernt, wahrscheinlich sogar welche, die ganz oben mit dabei sind, mit denen ich mich immer noch höre, die auch seit ein paar Jahren schon nicht mehr in San Antonio spielen. Und für mich so dieses Kapitel abzuschließen, war man natürlich auch traurig. Jetzt hat sich mit der Zeit deine Rolle auch ziemlich verändert. Mittlerweile bist du ein Starting Five Player und auch die Stats gehen immer weiter in die Höhe. Inwiefern verändert das den Druck? Spürst du einen größeren Druck? Erwarten sich die Fans einen anderen oder mehr von einem Jakob Poeltl? Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Erwartungshaltung da. Ich glaube, in der Theorie ja, ist mehr Druck da, aber man lernt auch über die Jahre immer besser mit dem Druck umzugehen. Also das ist so ein bisschen ein Prozess, der sich einfach so natürlich weiterentwickelt. Von dem her ist meine Herangehensweise an jedes einzelne Spiel oder an eine Saison jetzt nicht unbedingt anders. Aber ja, mir ist klar, dass eine gewisse Verantwortung da ist mit der Rolle, die ich in einem Team habe. Aber es ist natürlich auch ein Ziel, dass man seine Rolle so gut wie möglich ausbaut und damit kommt das einfach. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann eigentlich ganz gut damit umgehen. Perfekt. Ja, jetzt hast du vorher schon erwähnt, es fehlt ein bisschen die nächste Saison ein Veteran im Team. Ist das vielleicht jetzt die Möglichkeit, die Hauptrolle an sich zu reißen und das Team ein bisschen zu leaden? Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Es hat jeder seinen eigenen Führungsstil. Für mich war immer schon eher ein Typ, der im Hintergrund bleibt, aber so Einzelsituationen sich herausnimmt, wo ich das Gefühl habe, ich kann dem Team helfen, ich kann einzelnen Spielern in Situationen helfen, ich kann, weil ich doch sehr viel über Basketball nachdenke und über Situationen auch im Spiel nachdenke, da meinen Input geben. Dann haben wir mehr so Vocal Leaders, sage ich jetzt einmal, wie einen Fred VanVleet oder auch einen Pascal Siakam, die da eben so vocal, emotionale Leaders in der Mannschaft sind, die da versuchen, alle mitzureißen. Und ja, ich glaube, man braucht ein bisschen was von beiden. Ich erfülle da meine Rolle und ja, wenn wir so in der Konstellation da noch mehr Erfahrung sammeln, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Jetzt sind gerade die Playoffs, gerade im Westen jetzt mit Lakers Warriors, geht es gerade ab, Steph Curry wieder mit einem neuen Rekord. Wäre ein Steph Curry ein potenzieller Teamkollege, neben dem man gerne mal stehen würde am Feld? natürlich ist es, also für einen Center ist es angenehm, mit einem Spieler wie Steph Curry zu spielen, das ist keine Frage. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn sich die Möglichkeit ergeben würde. Wäre das auf jeden Fall was, was ich in Betracht ziehe, aber ja, das ist im Moment kein realistisches Szenario, also denke ich auch nicht allzu viel darüber nach. Okay, perfekt. Jakob, noch zwei Fragen von mir, und zwar: Herrscht im Team auch Konkurrenzkampf? Gibt es Neid? Als Neid würde ich es nicht bezeichnen, zumindest hätte ich das in dem Sinne noch nicht erlebt, aber Konkurrenzkampf gibt es auf jeden Fall. Es wird jedes Jahr um eine Rolle im Team gespielt, es wird jedes Jahr aufs Neue da wieder halt durchgemischt. Jeder muss sich beweisen, dass es entweder noch kann oder ja, sich hochtrainiert hat zu einem Punkt, wo er bereit ist, da in der Mannschaft auch in den Spielen helfen zu können. Und ja, auch während einer Saison im Training, im Spiel gibt es eine Art Konkurrenzkampf. Das ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig pushen, um da ja an unsere Grenzen zu kommen und um so gut wie möglich spielen zu können. Und vermisst du in den USA die österreichische Küche? ja, natürlich. Österreichische Küche ist etwas, wo ja, also international, vor allem in den USA, was mir noch eher seltener begegnet ist. Noch dazu ja, kann selten oder nie etwas mit ja, dem Essen zu Hause oder dem Essen von der Oma oder so mithalten. Aber das wird, glaube ich, ebenso gehen. Egal wo man ist im Leben, wird das Essen zu Hause irgendwie was Besonderes bleiben. Verstehen.